Freunde, herzlich willkommen auf dem Filmkrieg-Kanal zu einem neuen DVD-Check von mir für euch. Und ja, heute kommen wir zu einem neuen DVD-Check, den ich eigentlich persönlich ziemlich abfeiere und gesagt habe, dass ich den jetzt reinnehme, da jetzt am Mittwoch und Donnerstag, beziehungsweise jetzt in bestimmten Kinos Mittwochs und Donnerstags, der Film Die Mannschaft läuft. Und dachte ich nochmal, ich nehme nochmal Deutschland, das Sommermärchen mit rein. Und ja, meine Freunde, jetzt kommen wir zum Trailer. Viel Spaß damit. 12 Uhr abends ist jeder auf seinem Zimmer. So ernährt sich der Drecksack. So ernährt sich der Drecksack. Oh Mann, ey Schweini. Wenn's gut geht, spiele ich das Eröffnungsspiel. Wir stehen eng, zwingen den Gegner in die Breite zu spielen und verschiebe kompakt die Organisation mit höchster Disziplin morgen. Mit höchster Disziplin. Ich heiße Sönke Wortmann, neben mir einer der Versager aus dem Halbfinale, Bastian Schweinsteiger mit der Nummer 7. Danke. Ja, Udo war ein Spieler, den wir als Spielertyp gar nicht so in der Mannschaft hatten. Also einen extrem schnellen Flügelspieler. Hier, so eine Szene. Ja. Super. Da kriegt man auch wieder Gänsehaut. Das schönste Gerücht über den Zettel war, Jens halt nur zwei, alles andere ist arrogant. Das stand aber nicht drauf. Die Elfmeterschützen. Soll ich mir zeigen, Zettel? Ja. Das war Bleistift, ich hab mich geärgert schon. Ich hab gesagt, Andi, warum schreibst du mit Bleistift? Ich konnte es kaum lesen. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Ich kann euch nur sagen, dass es ein richtig schöner Film ist. Wie jetzt auch der neue, der rauskommt, Die Mannschaft, ist auch Deutschland ein Sommermärchen ein richtig schöner Film, den man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken kann. Da ist einfach das, ja, ein Ereignis ist, was nicht immer vorkommt. Klar, wir sind jetzt Weltmeister geworden, da wurden wir ein Dritter, aber das kann man sich auch gut und gerne nochmal angucken, weil ich diese Dokumentation zu diesen einzelnen, ja, Sequenzen beziehungsweise zu diesen einzelnen Spielen richtig toll finde. Auch dieses Backstage Round, was man damit einfach mitbekommt, finde ich einfach richtig toll. Und kann ich das nur ans Herz legen, wenn ihr ein Nationalmannschaft-Fan seid, wenn ihr ein Fußball-Fan seid oder, geht doch mal auf die Amazon-Links, die werde ich euch unten in die Beschreibung reinknallen. Und wenn ihr euch den Film nochmal bestellen wollt, bestellt euch den auf jeden Fall. Ist auch nicht mehr ganz so teuer. Ich glaube, weiß gar nicht. Blu-ray und DVD, nimmt sich nicht viel. Und ja, meine Freunde, ich kann euch nur das Herz legen. Holt euch den Film auch nochmal und geht dann natürlich ins Kino und guckt Die Mannschaft, wie wir Weltmeister werden. Freut sich doch nochmal hier darüber, die einzelnen Sequenzen nochmal zu sehen. Ich freue mich persönlich ziemlich drüber. Und ja, meine Freunde, das war mein Trailer-Check dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen hoch da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ihr welche Trailer-Wünsche, DVD-Wünsche oder auch Film-Kindertage-Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen DVD-Check von mir für euch. Und bis dahin, schönen Abend, schönen Morgen, schöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.